So, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein kleines Video, da will ich euch fragen, ob da überhaupt Interesse dafür steht, was ich eventuell vorhaben werde oder haben möchte oder was auch immer. Und zwar geht es, wie ihr seht, hier schon wieder um Gambling. Ist ja in CSGO ein Riesenthema geworden. Und zwar habe ich mir überlegt, ob ich eine Videoserie starten möchte, wo ich zu einem natürlich auf Fragen von euch eingehe und zum anderen einfach auf meine Erfahrungen beim Gambling, Gewinne, Verluste, Einschätzungen, vielleicht auch Taktiken und Tipps preisgeben könnte, möchte, weil ich eben auch extrem oft gefragt werde, wie ich zu meinem Inventar gekommen bin, was ich mache, ob ich nicht Tricks habe und was es geht, wo ich zock und was weiß ich was. Deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte da, wenn da Bedarf für steht, könnte ich da eine Serie draus machen. Ja, das Ganze würde ich jetzt einfach so entscheiden. Ich gucke jetzt mal, wie das Video angenommen wird, wie viel Daumen hoch es gibt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Schreibt in die Kommentare, was euch interessieren würde in dem ganzen Thema, was ich denn in der ersten Serie oder der ersten Folge quasi besprechen möchte oder ob ihr erstmal Grundlagen hören wollt oder keine Ahnung. Ja, das war's jetzt eigentlich schon alles wieder. Ich will das jetzt auch nicht so lange ziehen. Ich will jetzt, wie gesagt, erstmal eine Einschätzung von euch. So, habt ihr Bock drauf? Habt ihr keinen Bock drauf? Ist es langweilig? Bringt es nichts? Keine Ahnung. Ja, gebt mir einfach mal einen Daumen hoch und schreibt was in die Kommentare. Und wenn dann genug Bedarf da ist, würde ich mir die Arbeit machen und dann würde ich mir einfach mal, oder würde euch eben einfach mal was drüber erzählen, meine Erfahrungen berichten, was ich so gewonnen habe. Mit kleinen Ausblick. Also, ich habe, hier zwei Dragon Lords, das ist mal so die Highlights, was ich jetzt gerade habe. Habe ich alles im Prinzip ich hatte am Anfang glaube ich ungefähr 20 bis 50 Euro an Items und habe das jetzt im Prinzip dahin geschafft. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht in die Lebensgeschichte von meinem Gambling eingehen, sondern ich würde jetzt gerne erstmal von euch wissen, habt ihr Bock auf sowas oder ist es eher uninteressant? Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und kommentiert in die Kommentare, was ihr denn im ersten Video sehen möchtet. Und dann gucke ich mir das mal durch und wenn ein Bedarf ist, mache ich da gern was dafür und ansonsten halt nicht. Jo, bis dann, vielen Dank fürs Einschalten, ciao.